Herzlich willkommen wieder bei Let's Play Mass Effect. Wir reden ganz schnell mit Navigator Presley. Bitte, Commander. Vielleicht hat er was Interessantes zu erzählen. Ich möchte Ihre ehrliche Meinung hören, Presley. Ich möchte wissen, ob Sie Probleme mit den Außerirdischen haben. Ich vertraue Ihnen, Commander. Wenn Sie sagen, dass Sie hier sein sollen, dann ist es so. Okay. Gute Arbeit. Weitermachen, Presley. Jawohl, Ma'am. Dann mussten wir doch nicht mit ihm reden. Ich dachte eigentlich, aber okay, dann auch nicht. Kein Problem. Dann schauen wir mal eben schnell auf die Karte. Wir haben dieses System jetzt abgehakt. Wir haben alle hier abgehakt. Hades Gamma Voyager Cluster. Asteroid X57. Das wäre jetzt etwas, was wir durchaus machen könnten. Warte mal. Bevor wir hier irgendwas mache, lass mich eben kurz. Tagebuch. Ja, das sind so da. Naja. Ja. Wir könnten ins Hades Gamma Cluster. Vermisste Forscher finden. Antaeus System des Hades Gamma Clusters. Alles klar, dann begeben wir uns mal dorthin. Ja, raus, Hades Gamma ist hier eben um die Ecke. Antaeus haben wir hier und Farinata, aber wir müssen ins Antaeus-System. So. Neuer Nachrichteneingang, stelle durch. Oh. Commander Shepard, mein Name ist Nasana Dantius. Ich habe einen Job für Sie. Über ungesicherte Kommunikationswege möchte ich jetzt keine Details nennen. Wenn Sie an meinem Angebot interessiert sind, kommen Sie bitte auf die Zitadelle, damit wir uns unter vier Augen unterhalten können. Ich werde in der Diplomaten-Lounge im Präsidium auf Sie warten. Ja, klar. Nasana Dantius. Erstmal gucken, wem. Oh, kann ich erkunden. Seltenes Element entdeckt. Uran. Menschen und Uran. Ach du meine Güte. Das kann ja nichts werden. Plober. Kann ich auch erkunden. Matriarchinnenschrift. Oh yes. Hunidor. Ah. Etmos. Warte, Scheiße. Erkunden. So. Gasvorkommen entdeckt. Cool. Treben. Hier kann ich landen. Aber vorher müsste ich noch auf Ageko gucken. Da kann ich nichts machen. Okay. Macht auch nichts. Dann landen wir eben schnell auf Treben und suchen das. Irgendein Forscherteam war das, ne? So. Dann, letztes Mal hatten wir Alenko und Garrus dabei. Jetzt sind wir Tali und Ashley mit. Ja. Squad-Auswahl bestätigen. Bestätigen. Und wir sind gelandet. Oh yes. Erstmal gucken. So. Das ist eine Anomalie. Das ist die Forschungsbasis. Da sind die Trümmer. Und das ist noch eine Anomalie. Ich würde sagen, wir machen es uns zuerst auf zu den Trümmern. Ja. So. Mein Kopf. So. Ashley William. Oh, verdammt, hat die jetzt viele Punkte. Präzisionsgewehr, ja. Eher uninteressant für sie. Sie geht voll auf. Sie kriegt gut ein gutes Sturmgewehr. Sie wird dann echt mit den mit dem Sturmgewehr arbeiten. Andere Waffen braucht sie nicht. So, das muss ich mir eigentlich aufschreiben irgendwo. So, noch ein paar Punkte. Weißt du, wenn schon, dann kriegt sie halt schon den meisterhaften Boost. Dann kriegt sich hier noch die Immunität bei der Fitness und ein Sturmangriffstraining. Komm,
Tali. Ah, hat auch nochmal ordentlich Punkte. Komm, erweitert das Schildboost. Pistole und Schrotflinte, so war das. Alles klar. Alles klar. Dechiffrierung. Und Elektronik. Ich muss das beides bei ihr skillen. So, dann machen wir uns auf. Auf und davon in unendliche Weiten des Universums. Oder naja, hier zu dieser Marke. Oh. So geil das Spiel auch ist, ich finde diesen Marco einfach nur schrecklich. Echt, der ist schrecklich. Das ist fast so schrecklich wie diese dämlichen Planetenscans im zweiten Teil. Ich finde das echt so schrecklich. Es gibt gar keinen perfekten Teil von Mass Effect, weil... Plutonium. Dieser Anzug sieht so lächerlich aus. Es gibt immer natürlich an jedem Spiel irgendwas zu meckern. Und bei mir ist es... Bei diesem Spiel ist es halt bei mir das Kampfsystem. Es ist einfach irgendwie komisch. Ich weiß auch nicht. Und was kam noch dazu? Ich sehe schon die Trümmer da. Da war doch noch was. Achso, ja, genau. Diese Rumfahrerei mit dem Mako. Und diese Mission findet seltene Elemente. Oh Mann, die sind natürlich da in der Grube. Oh, zack. Aua. Dich mache ich fertig. Was? Juhu. Lass mal aussteigen. Sag mir bitte das... Hey. Warte, das ist ja schon der zweite Planet. Wartet mal. Ich mach mir eben einen Zettel, welche Planet ich nochmal besuchen muss. Die ich noch mal besuchen muss. So, Treben ist da auf jeden Fall mit bei. Und dann schaue ich mir irgendwie einen vorherigen Part an und schaue, welcher Planet das noch war. Der Zelt ist wichtig, den darf ich hier nicht verlieren. Weil ich diese ganzen Sachen davon auch haben möchte. Da können teilweise echt gute Sachen versteckt sein, die ich auch gut brauchen könnte. Wenn ihr versteht, was ich meine. Da kann im Prinzip alles sein. Natürlich können dort auch nur in Anführungsstrichen Mods sein und sowas. Aber es kann auch durchaus sein, dass ich habe immer Angst vor diesen weiten Ebenen. Ich habe immer Angst, dass ein Trash-Schlund kommt. Aber da können genauso gut Materialien in Schriften sein oder Salarianerorden, Turianische Insignien und so weiter. Also so Sachen, die man halt gut gebraucht. Jo, alles klar. Ein komischer Sender. Erstmal aussteigen und deaktivieren. Entdeckung. Dieses Gerät überträgt Signalbündel in den geosynchronen Orbit. Dadurch wird die Funktion der GPS-Satelliten des Untersuchungsteams so vehement gestört, dass sie in der Nähe abstürzen. Transmitter deaktivieren.
Raff ich nicht, aber ist okay. Nein. Ich wollte M und dann die Forschungsbasis besuchen. So, wie viel Zeit haben wir denn noch? Knapp 10 Minuten. Okay. Das ist ja noch ein recht angenehmer Planet zum Durchfahren. Aber ich hasse es echt. Da. Da sieht man es schon. Es gibt echt schlimme Planeten, wo ganz ehrlich der Weg um einen riesigen Berg drumherum echt angenehmer wäre. Aber ich mir dann immer denke, das dauert mir zu lange, da die ganze Zeit so rumzufahren. Und oh nee. Das dauert mir da echt zu lange teilweise. Und deswegen, ja. Hier links gibt es auch noch was. Da ist es die Forschung. Achso, hier geht es irgendwo rein. Aha. Okay. Offenbar ist niemand zu Hause. Ja, sieht so aus. Computer kann sie öffnen. Laut dieser Aufzeichnungen hat das Erkundungsteam eine Art Alien-Technologie ausgegraben. An der Ausgrabungsstätte lassen sich vielleicht Antworten finden. Das ist eine gute Idee. Swoop. Ganz komisch. Alien-Technologie klingt ja immer erstmal so, oh, wie toll, Alien-Technologie. Aber man weiß ja nie, was da auf einen zukommt. Man weiß nicht, was diese Alien-Technologie bewirkt. Wofür sie eigentlich gemacht wurde. So wie in diesem Fall. Wow. Los. Mach's kaputt, mach's kaputt, mach's kaputt, mach's kaputt. Warum geht das nicht kaputt? Soll gefälligst kaputt gehen. Ach man, dann halt nicht. Dann halt nicht. Eben noch schnell speichern. Und dann gehen wir rein. Es könnte eventuell sein, dass wir sterben. Will ich nur mal im Voraus gesagt haben. Es kann durchaus passieren, dass irgendetwas passiert, das dann doch ein bisschen härter ist als erwartet. Jo, Husks, alles klar. Warte mal. Wie werfe ich verfickte Granaten? Noch mit G oder? Nein, mit R. Oh Mann, diese Schrotflinten überhitzen voll Davon schnell. Davon habe ich schon gehört. Maschinenkultisten. Das Erkundungsteam muss eine Art Alien-Technologie ausgegraben haben, die es in hirnlose Fanatiker verwandelt hat. Was immer sie gefunden haben, ist schon seit langem nicht mehr hier. Oder im schlimmsten Fall ist genau das Gegenteil der Fall und es ist immer noch da. Das fände ich nämlich ein bisschen beunruhigender. Außerdem erinnere ich mich spontan. Ich habe hier extra eine Rüstung gekauft, die uns besser schützt. Ashley. Ja, du. So. Schöne Rüstung. Ja, nee, das muss so. Das muss so reichen. Stimulanzpack, Abkühlungsrüstung. Nee. Du kriegst hier plus 9% Schadensschutz. Passt. Ja, Krogana-Rüstung. Ja, die sind immer... Krogana-Rüstungen sind echt krass. Muss man einfach so sagen. Krogana-Rüstungen sind echt krass.
Ist die Storm besser als bei mir? Nein. Oh, Scimitar 3 ist besser. Oh ja, dann nehme ich die Scimitar 3. Ashley, dann kriegst du die Storm. Oder nee, Tali kriegt die Storm 3. Ja, und Ashley, du kriegst Avenger 3. Oh nee, Avenger, ja, macht mehr Schaden. Hallo? Upsala, scheiße. So. Perfekt. Avenger 3 mit den ganzen Sachen hier. Verbessertes Visier, ja, ich weiß nicht. Großkaliberlauf ist doof. Passt schon, denke ich, irgendwie. Den kriegt dann Rex. Vermute ich jetzt einfach mal. Nicht Rex, sondern hier. Garrus. Eine leuchtende Kugel. Das ist alles echt. Nee. Alles sehr eigenartig. Und sehr düster. Und sehr beunruhigend. Also wenn BioWare was kann, dann selbst mit einer verhältnismäßig, ich muss betonen, verhältnismäßig schlechten Grafik zu, also verhältnismäßig in der Verhältnisse zu heute, natürlich verständlich, dass die damalige Grafik schlechter war als die heutige, aber trotzdem haben sie trotz schlechter Grafik, vor allem Musik und so weiter, echt eine geile Stimmung zu machen. Yo, fuck it. Geht sterben. Bam. Puh. Damit ist der Verbleib des gesamten Exogeny-Forschungsteams geklärt. Sie wurden mit Hilfe von Vorrichtungen, die jenen auf Eden Prime sehr ähnlich sind, in kybernetische Husks transformiert. Wie es dazu kam, dass diese Vorrichtungen auf einer so weit vom Geth-Gebiet entlegenen Welt begraben wurden, bleibt ein Rätsel. Ja, denn alle denken, das ist Geth-Technologie. Nein! Scheiße! Meine Granaten. Verdammt. Ich wollte eigentlich einfach nur meine Waffen wegstecken. Ups. So. Und eigentlich können wir das erst hier so wissen, ne? Fertigkeit zu gering. Och, nö. Das schreibe ich mir auch gleich auf. Toruma. Plus Mine. Oh Mann, das ist doch ärgerlich, dass ich dann noch zurück muss. Oh Mann. Aber dass man das halt vorher nicht weiß oder dass man die Fähigkeiten halt selber nicht beherrscht, ist blöd. Finde ich blöd. Das ist echt irgendwie so echt scheiße. Das nächste Mal, ey, echt wähle ich einen Techniker. Und dann skille ich voll auf Elektronik, Schmeicheln und so weiter und so weiter. Dann kriege ich alles voll. Alles werde ich dann voll haben. Das ist so ärgerlich. Weil so musst du eigentlich auf jeden Planeten, auf der nicht irgendwie zur Hauptstory gehört, da musst du auf jeden Planeten zwei Charaktere mitnehmen, die der eine hat Elektronik gemeistert, der andere hat Dechiffrierung gemeistert und dann kannst du eigentlich alles öffnen. Aber so nicht. Das ist echt ätzend so. So, besuchen wir nochmal schnell diese Anomalie dort. Oh, ich glaube, die Zeit ist um. Ziemlich genau, ja. Die Zeit ist ziemlich genau um. Das bedeutet, ist mir egal, ich fahre da jetzt noch hin, ich will von diesem Planeten ganz schnell runter. So, dann haben wir dieses Sidequest gemacht, leider keinen Stufenaufstieg.
Stieg. Aber das wird auch nicht, das dauert auch nur noch in Anführungsstrichen 900 Erfahrungspunkte. Ja, werden wir dann sehen, wie schnell das eigentlich geht. So, ich glaube, da vorne ist es. Man kann es nicht mischen, schärfer. Da vorne ist halt was. Und ich bin auch mega gespannt, was es ist. Ich meine, ich kenne zwar die ganzen Missionen, aber ist auch nicht auswendig, ne? Muss man auch so sagen. Aha. Ist doch das. Ich denke, das ist es. Da ist dort also irgendwas gelandet. Sag mir bitte nicht, hier kommt jetzt ein Dreschlund. Sag mir bitte... Hier kommt ein Dreschlund. Ah! Ein Dreschlund! Um Himmels Willen. Ah! Um Himmels Willen. Ist eigentlich schön, wenn die nicht angreifen. Ich finde tatsächlich die KI von diesen... von den Dreschlunden bescheuert. Bam, auf die Fresse. Swoop. Einfach verschwunden. Gedespawnt. Oh. Oh Gott. Was sagen uns diese uralten Trümmer? Swoop. Artefakt. Turianische Insignien gefunden. Cool. So. Dann hätte ich natürlich, also im Rahmen meiner Möglichkeiten, alles abgeholt, was ging. Jetzt habe ich wieder ab zur Normandie. Ja. Ja, ja. So. Und dann bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen, dass ihr wieder so lange dabei wart. Es waren ja mal wieder 22 Minuten. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, beim nächsten Mal schaut ihr auch wieder vorbei. Denn dann geht's wieder mit irgendeiner anderen Mission weiter. Ich bedanke mich soweit herzlich fürs Zuschauen. Und wünsche euch noch einen traumhaften Abend. Bis zum nächsten Part. Verabschiede ich mich. Ciao.